jemand, gerade Jason hat ja schon die obere Broschüre erwähnt, da sind auch noch ganz viele andere Tipps drin, im Umgang mit Spitzeln, beruht auch zum Teil auf den englischen Erfahrungen, ist zum Teil übersetzt, da habe ich ein bisschen dran mitgearbeitet in der deutschen Ausgabe. Und vor einigen Jahren habe ich zusammen mit einem Kollegen dieses Buch über Spitzeln gemacht, wovon auch ein paar Restexemplare heute am Tresen hier, ich weiß nicht für welchen Preis, von Schwarze Risse zu haben sind. Wer das jetzt lieber als PDF-Datei haben will, der kann das sich runterladen, wenn er auf der Roten Hilfe-Seite sucht, dann sind die beide dazu finden. Die obere Broschüre ist wirklich sehr zu empfehlen. Da sind auch ganz viele Punkte drin, die zum Erkennen von Spitzeln führen können. Also viel mehr noch, als Jason in der Kürze der Zeit gerade nennen konnte. Wenn sich jemand mit Spitzeln beschäftigen will, ist das sicherlich die beste Wahl. Also Spitzeln, ein paar davon habt ihr gerade schon gesehen, ist Zufall, dass Jason die Bilder auch hatte, ohne Mark Stone. Daneben, das war ein freundlicher Mann, der im Anti-Rack-Café in Hamburg gearbeitet hat als Spitzel, das war sein Einstieg, der daneben auch. Daneben ist eine von den Frauen, die in der Roten Flora aufgeflogen sind. Unten links ist ein Spitzel aus den 80ern in Tübingen, der also auch eine Liebesbeziehung zu einer Frau hatte, was dann zu einer Abtreibung geführt hat. Maria Böhmchen daneben. Herr Brommer ist rechts daneben, der ist in Heidelberg aufgefallen. Unten rechts ist eindeutig Hitler, auch der hat seine Karriere als Spitzel bei der Reichswehr begonnen. Das ist relativ unbekannt. Also Spitzel ist wirklich das Letzte. Und die haben eine ganz üble Tradition bis zurück weit in die 20er Jahre. Das ist jetzt, wer wird bespitzelt, ist ja auch die Frage. Es geht nicht darum, wer kriminell ist, das war ja gerade auch schon bei den Gruppen deutlich, die Jason genannt hat, sondern wer den Herrschenden lästig ist und wer als potenzielle Bedrohung von denen aufgefasst wird. Wobei die Gegenseite, also die Herrschenden, manchmal die Linken oder die Gruppen total überschätzen. Die haben irgendwie eine generelle Angst, die dann dazu führt, dass sie da auch mindestens überreagieren. Dann ist ja die Frage, wer lässt einen Spitzeln? Das sind die Geheimdienste natürlich oder die Spezialabteilung der Polizei. Das machen die, um Politik zu machen. Die wollen auch spalten, provozieren, eventuell auch fernsteuern. Also Provokateurs, bis in kleine private Beziehungen rein. Natürlich wollen sie auch Straftaten aufklären, das ist ja klar. Dann gibt es auch Konzerne, das ist gerade auch schon gefallen, dass zum Beispiel Kampagnen gegen Shell oder so sind bespitzelt worden in Deutschland durch einen ehemaligen VS- und BND-Agenten, Herr Schlittenrieder. Die haben da sehr viel Geld verdient, wenn die danach sozusagen wie manche Bullen auch in die Privatwirtschaft gehen. Da fließen dann Summen, die also locker in sechsstellig liegen. Die FAG, also die Frankfurter Flughafen AG, hat damals Startbahngegner über Privatdetektive ausgeforscht und ja, Shell, glaube ich, gegen Greenpeace. Dann gibt es natürlich auch Medien, sollte man auch nicht unterschätzen, die Inside-Stories haben wollen. Und all diese Stellen haben halt unterschiedliche Budgets und Arbeitsweisen. Es gibt übrigens auch einen regen Wechsel zwischen dem Personal. Das heißt, heute Bulle, morgen VS, übermorgen Privatdetektiv, das geht hin und her. Also das ist nachweisbar. Dadurch wird auch die Trennung zwischen VS und Bullen relativ deutlich aufgehoben. Klar, verdeckte Ermittler. Mark Stone, Kennedy war ein verdeckter Ermittler, also ein Polizist oder eine Polizistin mit gefälschter Biografie. Die Sonderfälle hat Jason gerade schon erwähnt, das heißt, das sind dann vielleicht italienische verdeckte Ermittler, die in Deutschland ermitteln oder arbeiten, was immer schwierig ist, deren Geschichte dann zu überprüfen, wenn die aus dem Ausland kommen. Das ist viel schwieriger, als wenn man einen deutschen verdeckten Ermittler hat. Dann gibt es formal gesehen die Vertrauenspersonen, also die Informanten. Das sind zivile Personen, die dann vom VS oder Landeskriminalamt oder BKA angeworben und gesteuert werden. Also deren Legende kann man nicht überprüfen, aber die ist echt. Die werden irgendwann mitten in ihrem Leben angeworben. Privatdetektive hatte ich gerade schon, da gibt es auch nicht so wenige. Da gibt es ja auch spezielle Auskunfteien von Schimmelfängen und sonst was. Also die arbeiten manchmal im Auftrag für Firmen gegen Dinkelkrupp. Ja, warum auch gibt es überhaupt Spitzel? Spitzel gibt es ja seit 100 Jahren. Das ist eine günstige Informationsquelle. Die kommen ohne Einbrüche in Wohnungen rein, die brauchen keinen Durchsuchungsbefehl, die können die Taschen filzen bei irgendwelchen Veranstaltungen. Die hören natürlich auch genau als eine Wanze, die zum Beispiel diese Veranstaltung aufnimmt. Ich würde nicht so leicht feststellen, wer jetzt was gesagt hat. Eine Spitzel sieht das. Observationskameras ist meiner Ansicht nach Berlin relativ vollgestopft inzwischen, weil man gar keine Observationsdienste mehr auf der Straße sieht.
aber die gehen natürlich nicht mit in der Regel. Ne? Und natürlich können Spitzel, weil sie so ein soziales Gefühl haben oder weil sie sehen, wie die Mimik von jemandem ist, können besser Verhältnisse zwischen Personen oder Zusammenhänge oder ein Augenzwinkern bei irgendeiner Veranstaltung feststellen als ein abstraktes Computerprogramm. Also Spitzel sind eigentlich für Ermittlungen gegen Linke, würde ich sagen, immer noch unverzichtbar. Und sie sind auch teilweise billiger, als wenn man sehr viel Technik einsetzen muss. Gefahren durch Spitzel wird oft unterschätzt, selbst wenn man nichts Strafbares macht. Spitzel können sehr selbstherrlich wie der kleine Gott agieren und können Leute, die sie nicht leiden können oder abgewiesene Liebesbeziehungen denunzieren, können denen Schwierigkeiten machen. Das kriegst du ja auch nicht kontrolliert, also Polizeiakten kriegst du ja irgendwann vielleicht mal in die Finger und kannst sagen, das stimmt nicht, du kannst dagegen klagen, bei VS-Gerichten geht das nicht. Die können natürlich zu Ermittlungs- und Strafverfahren führen oder auch zu Berufsverboten. Spitzel können, wie gesagt, Wohnungen, Autos, Rechner durchsuchen und Verwandte, die kommen vielleicht auch in die Rechner ran und kennen die Kennworte oder erfahren die oder können mal über die Schulter gucken. Eine große Gefahr ist meines Erachtens Spitzelberichte an ausländische Geheimdienste. Also ich selbst habe das erlebt, dass an lateinamerikanischen Geheimdienst, die auch damals mit Todesschwadronen gearbeitet haben, West-Berliner VS, Kenntnisse rübergeflossen sind. Und wenn man dann dahin fährt, kann es halt Pech haben. Dann landen natürlich Spitzelberichte über VS-Kontaktleute bei Nazis. Also die stecken dann irgendwas durch wie die Antifa, das gibt es Beispiele für. Und wer natürlich besonders betroffen sind, sind illegale, sogenannte illegale ausländische Leute, die hier leben, dass die dann bei Ausländerwohnen denunziert werden. Und die kriegen dann keine Aktenaufsicht, die werden dann gleich abgeschoben. Dann ist ja immer eine Frage, wie viele Spitzel gibt es eigentlich? Also Jason hat ja gerade schon ein paar eindrucksvolle Zahlen genannt. Es waren 200 im Verlauf von mehreren Jahrzehnten, die 1000 Gruppen ausgeforscht haben. In Berlin oder hier in Deutschland ist das halt nicht so bekannt. Es sind relativ wenige im Laufe der Jahre aufgeflogen, immer mal wieder, aber das ist nie gesammelt worden und nie so gründlich erforscht worden. Da kann man eigentlich nur ein bisschen Anhaltspunkte geben. Also es ist durch den Fall Simon Brommer, der im Internet ganz gut dokumentiert ist, den wir gerade im Bild gesehen haben, war zum Beispiel klar, dass selbst in einer kleineren oder nicht gerade linken Metropole wie Heidelberg 5 verdeckte LKA-Ermittlerinnen gleichzeitig tätig waren. Zusätzlich natürlich zu VS oder Bundesamt für Verfassungsschutz. Das zeigt schon, dass die das gerne machen und das ist inzwischen auch ein Ausbildungszweig bei denen. Das darunter, das waren alleine vom LKA Berlin, waren 5 bei den G8-Protesten in Glengiles 2005, das ist bekannt geworden. Und im Berliner Sozialforum, das war eine offene Struktur, da waren bei einer Veranstaltung, später ist das rausgekommen, von 40 Leuten 4 Spitzel von Bundesamt und Landesamt für Verfassungsschutz. Das waren alles Leute, die dort hingeschickt worden, waren jetzt keine besonders gefährlichen Spitzel, aber die wurden zumindest mal hingeschickt. Und wenn die nicht bekannt geworden wären, dann wären sie von da aus wahrscheinlich woanders hingelangt. Ich habe mal vor Jahren anhand am Beispiel von Berlin versucht, ein bisschen auszurechnen, das ist natürlich eine grobe Schätzung, wie viele Spitzel allein der Berliner VS führen kann. Das kann man so ein bisschen ausrechnen anhand vom VS-Bericht, der hier jährlich erscheint. Der nächste kommt jetzt wieder im Juli raus. Es wird ja mal aufgeteilt nach Rechtsextremismus, Islamisten, extremistischen Ausländern, ein bisschen Spionageabwehr, aber dann halt die Linke ist ein traditionelles Hauptziel des Staates und der Berliner VS macht angeblich ein Drittel des VS-Aufwandes aus, dass die Linke bespitzelt. Wenn man dann bei den Planstellen, die Sie hier haben, das wird aufgeführt im Haushaltsplan, die sind aufgestockt worden, sind tatsächlich mehr aufgrund von Islamismus, Anführungszeichen. Also lass es 200 sein, dann sind wahrscheinlich immer noch gegen 50 gegen Linke alleine beim Berliner Landesamt für Verfassungsschutz tätig. Dann gibt es einen Posten im Haushaltsplan, 550.000 Euro, auch der ist gestiegen, ich habe jetzt die Zahlen nicht übertragen, für besondere Aufgaben. Da kann man getrost davon ausgehen, dass das die Gehälter sind für Spitze oder die Entlohnung. Wenn man das dann so ein bisschen umrechnet, ich habe das gemacht anhand von einem Drittel des Aufwandes, und bei 550.000 Euro Jahres, dann kommt man auf ungefähr 15.000 Euro monatlich für linke Spitzel, grob geschätzt immer. Und das sieht er ja selber bei 500 oder 1.000 monatlich, was so aus bekannt gefordenen Fällen eher der untere Rahmen ist. Es gibt auch viel höhere Summen.
dann hat man zwischen 30 oder 15 alleine vom Landesamt Berlin gegen Linke. Ist natürlich ein weites Feld, die Linke. Das können Trotzkisten sein, das kann sonst was sein, sozialrevolutionäre Gruppen oder Antifa, das weiß man nicht genau. Was man in Berlin sehen muss, ist inzwischen die Hauptstadt, und da sind alle Sicherheitsbehörden vertreten. Zu diesen Spitzen kommen die, die das LKA führt, die das BKA führt, die das Bundesamt für Verfassungsschutz führt, die Abteilung 2 vom militärischen Abschirmdienst führt. Und was man auch nicht unterschätzen soll, es gibt ja auch ausländische Geheimdienste, die auch wissen wollen, was in der deutschen Linken passiert. Das hat es immer gegeben, allein aus Sicherheitsinteressen, aus NATO-Interessen. Also es gibt sehr viele Spitzel, dafür fallen in Berlin über die Jahre fast niemand auf im Vergleich zu Hamburg, was eher gut. Ich möchte jetzt noch zu dem kommen, was oft ja dann in der Szene kolportiert wird oder wo ich auch oft mit konfrontiert worden bin, weil ich halt dieses Buch mit rausgegeben habe. Spitzelverdacht, das ist eigentlich manchmal fast noch schädlicher als ein realer Spitze. Da würde ich doch zu allergrößter Vorsicht raten, denn jemanden Spitze zu nennen, ist eine harte Beschuldigung, gerade innerhalb der Linken oder ein Verräter. Und in den 70ern hat das ja auch zu einer Erschießung von Ulrich Schmücker geführt, wo dann die Leute sehr lange in den Knast gekommen sind, wo man dann später erfahren hat, dass in dieser Gruppe, die Schmücker liquidiert hat, schon wieder ein Spitze saß und der Verfassungsschutz zugeguckt hat. Und erst danach zugeschlagen hat. Also ich rate zu äußerster Vorsicht, jemanden mit Spitzelverdacht hinzugehen. Vernünftig halte ich es, wenn es einen Spitzelverdacht gibt, sich erstmal anzugucken, ist unsere Gruppe im VS-Bericht aufgeführt, weil wenn sie das ist, dann ist der Einsatz von Spitzeln gerechtfertigt von geheimdienstlichen Mitteln, also Abhören, Spitzeleinsatz ist dann sozusagen legal. Die, andersrum gesagt, wer im VS-Bericht steht, kann davon ausgehen, dass Spitzel auf ihn angesetzt sind. Das ist so. Dann kann man sich noch überlegen, welche Behörden einen nicht mögen und ob diese Behörden bekanntlich Spitzel einsetzen. Das ist in Berlin der Staatsschutz, Abteilung 5 vom LKA. Wenn man mit denen mal zu tun hat, rechnen, dass die einen Spitzel auf den Hals schicken. Dann gibt es natürlich diese ganzen Fragen. Jason hat das auch schon vorhin erwähnt. In dieser Spitzelbroschüre der Blauen sind ungefähr 40 Verdachtsmomente aufgezählt, die alle auf den Spitzel hinweisen können, und wenn die sich häufen, dann sollte man ernsthaft nachgucken. Das andere habt ihr jetzt ja hier gelesen, also das ist nur sehr vage und kann ich nur zu raten, das sehr gründlich zu machen. Kein Spitzelvorwurf, schon gar nicht öffentlich ohne Beweis und auch keine Tratscherei. Es ist ganz schrecklich, was in manchen Fällen getratscht worden ist, wenn man dann hinterhergelaufen ist und versucht hat, wo kommt dieser Tratsch her. Dann ist man manchmal im Kreis gelaufen, manchmal hat man das Gefühl gehabt, man landet beim VS, der das selbst in die Welt gesetzt hat. Also Spitzelvorwurf ist sehr, sehr hart, würde ich immer aufpassen. Wenn die Person unschuldig ist, ist es Rufmord, irgendwas bleibt immer hängen. Und wenn sie tatsächlich ein Spitzel ist, aber du kannst es nicht nachweisen, dann dreht sie das um, wie es auch Iris Plate, eine der verdeckten Ermittlerinnen in Hamburg, getan hat. Die konnten es nicht nachweisen und dann hat sie die gedisst, weil sie sie falsch beschuldigt hatten und hat dann weitergemacht. So viele gab es in Berlin auch. Also da sind Spitzel auch geschult oder verdeckte Ermittler, wie sie mit solchen Vorwürfen oder Verdachtsfällen umgehen können. Wenn man recherchiert hat, dann sollte man auch aufpassen, weil je mehr man sucht, desto mehr findet man scheinbar auch. Das ist so eine Erfahrung. Desto mehr Merkwürdigkeiten tauchen auf. Wo kommt das Geld her? Kontoauszüge ist das eine, aber die lassen sich leider auch fälschen. Es gab auch einen Fall, wo eine Oma gefälscht worden ist. Das war dann nicht die richtige Oma, aber die hat das erstmal bestätigt. Das heißt, irgendwann, wenn man lange recherchiert hat, sollte man versuchen, das von neutralen Personen überprüfen zu lassen. Es können Anwälte sein, die sich damit auskennen. Auf jeden Fall nicht jetzt unbedingt Szene-Leute und schon gar keine Leute, die den Verdachtsfall kennen. Transparenz, also Spitzelvorwürfe müssen sachlich und klar begründet werden und die Beweggründe müssen transparent sein. Es ist auch schon passiert, dass persönliche Animositäten dazu geführt haben, dass jemand als Spitzel beschuldigt worden ist, und das geht natürlich gar nicht. Und ganz wichtig, wenn ein Spitzelverdacht oder sogar ein Spitzelouting nicht bewiesen werden kann, dann hat die betroffene Person ein Recht auf öffentliche Klarstellung. Also wie gesagt, wer Spitzelverdachtfällen nachgibt, sollte sehr, sehr vorsichtig. Es gibt das, das hat Jason gerade auch gezeigt, wir haben das mal vor Jahren auch gemacht, als eine Frau fälschlich als Spitzel bezeichnet worden ist.
sind mal ein paar Richtlinien zum Spitzel-Audit Veröffentlichung. Das gibt es auf der Seite VPA Berlin, da findet man es unter Richtlinien. Und da steht dann auch drin, unter welchen Bedingungen man es veröffentlichen kann, dass es dafür Verantwortliche geben muss, dass es eine ansprechbare Gruppe sein muss, die dann auch für Nachfragen zur Verfügung steht. Weil wenn das anonym gemacht wird, jemanden zu outen, würde ich dem immer nicht trauen. Gut, das war schon von mir. Genau, aber auch lange genug. Und ja, dann ist, glaube ich, Diskussion angesagt, wer auch immer was sagen möchte. Und also ich kenne so eine Gruppe nicht, ich kenne den Verein im Sozialforum. Ich habe auch versucht, Akten vom VS zu kriegen aufgrund dieser Weitergabe von Daten an kolumbianischen Geheimdienst damals. Ich habe vom Verwaltungsgericht gewonnen, aber vom Oberverwaltungsgericht leider verloren, weil es dem Interessen des Landes Berlin entgegensteht. Und das ist unter Berufung auf dem Urteil gegen Peter Grottian im Sozialforum geschehen. Also mir ist keine Gruppe von Betroffenen bekannt, weil ja hier auch in Berlin solche Spitzel eigentlich seit x Jahren nicht mehr aufgefallen sind. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, ob sich da die Leute zusammengeschlossen haben, die von diesen Rote Flora verdeckten Ermittlerinnen betroffen haben, das kann ich dir leider nicht sagen. Also das, was in England da geschieht oder UK oder was Jason beschrieben hat, ist ja vorbildlich. Und da sieht man ja auch das, was bei rumkommen kann. Hamburg ist zum Teil überschaubarer. Da kriegt man eher mit, wo wer ist und wo wer weggeht. Berlin ist völlig unüberschaubar. Da kannst du von einer Szene in die andere switchen. Die Szene ist ja auch größer. Und in Hamburg war aufgrund der ersten aufgeflogenen natürlichen Flora dann die Sensibilität auch höher. Und die haben vielleicht auch bessere Methoden eingesetzt, um das rauszukriegen und haben anders gesammelt. Es gibt ja diesen Film über die verdeckten Ermittlerin, den er vielleicht kennt, der auch ganz sehenswert ist, der nicht auf dem letzten Stand ist. Und hier in Berlin ist alles ein bisschen beliebiger, habe ich so den Eindruck. Also du fällst da als Spitzel in Friedrichshain vielleicht auf und kannst dann in Kreuzberg weiterarbeiten. Das ist jetzt die böse Variante, aber die Szenen hier sind halt getrennt und es ist nicht so gut zu sehen. Und es kommen auch viel mehr Leute hier hin aus irgendwelchen Städten und tauchen dann hier in der Linken auf. Ich weiß es nicht. Oder es liegt auch einfach daran, dass vielleicht, also es ist jetzt ganz vage, keine Verdachtsäußerung, dass vielleicht in Berlin seit 20 Jahren bestimmte Spitzel arbeiten und sie gar keine neuen brauchen. Und 20 Jahre alte Spitzel findest du nicht. Wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Und es sind ja schon ein paar aufgefallen in Berlin. Damals Sozialforum ist auch ein Älterer, der hier 20 Jahre lang Flugblätter eingesammelt hat, ist da so nebenbei mit aufgefallen. Der war jetzt nicht besonders wichtig. Aber verdeckte Ermittler sind, glaube ich, in Berlin wirklich fast noch nie aufgeflogen. Ist kein gutes Zeichen. Ja, das weiß ich. Also ich weiß, dass es nach den Hamburger Geschichten bei verschiedenen Gruppen, ich glaube sogar bei der IL generell, gefragt wird, wo die Leute herkommen und dass sie so ungefähr das erzählen, dass man zumindest nachprüfen kann, ob sie wirklich aus einer anderen Gruppe kommen und dass eventuell vielleicht auch bei dieser Gruppe nachgefragt wird. Aber das ist natürlich auch kein richtig guter Schutz, weil es könnte ja noch eine Gruppe davor sein. Und wenn sie drei Gruppen vorher haben, dann gilt das als sicher. Aber es wird schon bei manchen Gruppen gefragt. Hängt natürlich auch ganz stark davon ab, was das für Gruppen sind. Gruppen, die sehr auf Kollektivität und auf Abschottung angewiesen sind, weil sie halt Sachen machen, die den Staat sehr interessieren, würde ich mal hoffen, dass die gründlicher gucken, ehe da jemand reinkommt. Also auch eher langjährige Aktivisten oder Aktivistinnen rekrutieren, in Anführungszeichen. Während eine offene Jugend-Antifa-Gruppe, was soll die machen? Die kann höchstens fragen, mit wem warst du auf der Schule? Und stand bei dir in der Abiturzeitung vielleicht Berufswunsch-Polizist? Das hat es auch mal gegeben, wo jemand dann drüber aufgefallen ist.